Die komfortable Bewässerung aus der Versenkung. Gardena Sprinklersystem. Dauerhaft unterirdisch installiert, ist es ideal für Privatgärten und gewerbliche Grünflächen. Computergesteuert bewässert die Anlage völlig selbstständig Gärten und Grünanlagen. Das Sprinklersystem ist ein Komplettsortiment für den professionellen Anwender, vom Regner über die Rohrleitungstechnik bis hin zu den elektronischen Steuerungsprodukten. Kompetenz von Gardena. Herzstücke der Bewässerungsanlage sind die Versenkregner S80 und S80-300 sowie die Turbinenversenkregner T100, T200 und T380, letztere erhältlich in Kunststoff- und in Metallausführung. Komplettiert wird das Regnersortiment durch den Versenkviereckregner OS140. Sowie den programmierbaren Versenkregner Aquakontur Automatik als Spezialist für individuelle Flächenformen. Ideal für kleinere Flächen ist der Versenkregner S80. Er hat eine Hubhöhe von 10 cm und ist mit verschiedenen Düsen erhältlich. Seine maximale Wurfweite beträgt je nach eingesetzter Kreisregnerdüse 3, 4 oder 5 Meter. Mit Streifendüse beregnet er eine Fläche von bis zu 2x12 Meter. Mit Endstreifendüse bis zu 2x6 Meter. Über diese Schraube kann die Wurfweite reduziert werden. Der Beregnungssektor der Kreisregnerdüsen lässt sich stufenlos von 5 bis 360 Grad einstellen. Für den Einsatz in den Ecken, an den Randbereichen und in der Rasenmitte. Die Sprührichtung justieren Sie einfach durch Drehen des Regnerkolbens. Für die Bewässerung von Pflanzinseln im Rasen gibt es den Versenkregner S80-300. Er hat eine regulierbare Wurfweite von 2,5 bis 5 Meter. Durch seine Hubhöhe von 30 cm eignet er sich besonders für die Bewässerung über höhere Pflanzen hinweg. Der Beregnungssektor ist wie beim Versenkregner S80 stufenlos zwischen 5 und 360 Grad einstellbar. Die Sprührichtung lässt sich mit einem speziellen Verstellmechanismus leicht verändern. Zum kombinierten Einsatz auf größeren Rasenflächen hat Gardena die Turbinenversenkregner T100, T200 und T380. Für kleinere Rasenbereiche eignet sich dabei der Turbinenversenkregner T100. Er hat eine Hubhöhe von 8 cm und eine Wurfweite von 6 Metern, die Sie über diese Verstellschraube auf 4 Meter reduzieren können. Der Beregnungssektor lässt sich stufenlos von 70 bis 360 Grad einstellen. Die Sprührichtung können Sie auch hier einfach durch Drehen des Regnerkolbens verändern. Für mittlere Teilflächen ist der Turbinenversenkregner T200 ideal. Er hat eine Wurfweite von 8 Meter, die Sie auf 5 Meter reduzieren können. Für die größeren Rasenbereiche gibt es den Turbinenversenkregner T380. Seine Wurfweite beträgt 11 Meter, die bei Bedarf auf 6 Meter verringert werden kann. Die Regner T200 und T380 haben eine Hubhöhe von 13 cm. Die Wurfweite kann an beiden Regnern bequem von oben eingestellt werden. Die Beregnungssektoren können über die am Kolben angebrachten Stellringe von 25 bis 360 Grad verändert werden. Im Regnerkopf sind 4 Düsen mit unterschiedlichen Wasserdurchflussmengen, die je nach eingestelltem Sektor von oben wählbar sind. Damit wird eine gleichmäßige Bewässerung beim Verbundeinsatz von Regnern mit unterschiedlich eingestellten Beregnungssektoren erreicht. Eine Besonderheit der Turbinenversenkregner T200 und T380 ist die integrierte Memory-Funktion.
Wird der Regnerkopf versehentlich verdreht, so findet er seinen ursprünglichen Beregnungssektor selbstständig wieder. Der Versenkviereckregner OS140 ist der Spezialist für rechteckige Flächen. Seine Beregnungsfläche kann von 2 bis 140 Quadratmeter verändert werden. Über diese Stellelemente können Sprengbreite, Wurfweite und der Wasserdurchfluss individuell eingestellt werden. Die Beregnungsrichtung kann durch einfaches Drehen des Regnerkopfes angepasst werden. Die Gardena Turbinenversenkregner und der Versenkviereckregner haben ähnliche Wasserausbringmengen. Deshalb können sie an einem Strang beliebig miteinander kombiniert werden. Eine Besonderheit des Sprinklersystems von Gardena. Für individuelle Rasenflächen gibt es den Vielflächenversenkregner Aquakontur Automatik. Die variable Wurfweite mit bis zu 50 speicherbaren Kontureneckpunkten ermöglicht eine gezielte Flächenabdeckung. Der Regner hat eine maximale Beregnungsfläche von 350 Quadratmeter. Sein Beregnungssektor ist von 25 bis 360 Grad einstellbar. Er kann daher auch im Randbereich der Rasenfläche eingesetzt werden. Zur Versorgung der Regner gibt es, abgestimmt auf die Anlagengröße, das 25 mm oder das 32 mm Verlegerohr. Die passenden Verbindungsteile erkennen Sie an der Farbe. Dunkelgraue Verschraubungen für das 25 mm Rohr, hellgraue für das 32 mm Rohr. Eine Besonderheit der Verbindungsteile ist die einzigartige Quick and Easy Schnellverbindungstechnik. Durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140 Grad kann die Verbindung fixiert und wieder gelöst werden. Für die Rohrverbindung stehen verschiedene Fittings zur Verfügung. Zur Rohrabzweigung gibt es T-Stücke, zur Richtungsänderung L-Stücke, die Rohrverlängerung erfolgt über Verbinder und als Abschluss dienen die Endstücke. Zum Übergang vom 32 mm auf das 25 mm Rohr verwenden Sie den Reduktionsverbinder. Beim Anschluss der Regner an die Verlegerohre haben Sie folgende Möglichkeiten. Im Rohrverlauf werden die Regner direkt auf das T-Stück, mit Verlängerungsrohr oder mit dem flexiblen Regneranschluss angeschlossen. Alternativ zum T-Stück kann die Anbohrschelle eingesetzt und der Regner ohne Rohrtrennung montiert werden. Am Rohrende schließen Sie den Regner direkt über ein L-Stück mit Verlängerungsrohr oder über den flexiblen Regneranschluss an. Zum Einbau der Regner im Eckbereich gibt es Winkelstücke. Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Regner direkt an das Winkelstück mit Verlängerungsrohr oder flexiblem Regneranschluss anzuschließen. Die Wassereinspeisung ins Sprinklersystem erfolgt über den Wasserhahn oder durch Direktanschluss ans Hauswassernetz. Zum Anschluss an den Wasserhahn wird die Anschlussdose eingesetzt. Sie ermöglicht eine variable Schlauchsteckverbindung zum Wasserhahn. Bitte beachten Sie dabei, aufgrund des reduzierten Wasserdurchflusses am Wasserhahn und der Anschlussdose eignet sich diese Version nur für das 25 mm Verlegerohr. Beim Direktanschluss ans Hauswassernetz setzen Sie die Verbinder mit Innen- oder Außengewinde ein. Um dabei Verschmutzungsgefahren für das Trinkwasser zu vermeiden, beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften. Wichtig für alle Anlagen in Gegenden mit Frostgefahr: die Entwässerungsventile. Sie werden an den tiefstgelegenen Stellen des Systems installiert und öffnen sich automatisch nach Beendigung des Bewässerungsvorgangs. Eine Beschädigung durch Frost ist damit ausgeschlossen. Sie kennen jetzt die Gardena-Systembausteine. Nun kann die Planung beginnen. Erstellen Sie zuerst einen maßstabsgetreuen Grundstücksplan mit den Standorten und Reichweiten der Regner. Schmale Rasenbereiche beregnen Sie mit den Streifendüsen.
Für rechteckige Flächen planen Sie den Versenk-Viereckregner ein. Für individuelle Flächenformen ist der intelligente Versenkregner Aquakontur Automatik ideal. Für alle anderen Flächenformen verwenden Sie Kreisregner. Die Eckbereiche belegen Sie mit 90 Grad oder 270 Grad Regnern. Die Randbereiche mit 180 Grad oder anderen Teilsektoren. Beachten Sie bei der Regneranordnung: Turbinenversenkregner und Versenkviereckregner können zusammen an eine Leitung angeschlossen werden. Die Versenkregner S80 und S80-300 haben eine höhere Niederschlagsmenge und benötigen eine separate Versorgungsleitung. Damit Sie wissen, wie viele Regner Sie pro Versorgungsleitung anschließen können, müssen Sie den Anschlusswert Ihrer Wasserleitung ermitteln. Drehen Sie dazu den Wasserhahn voll auf und füllen einen 10-Liter-Eimer. Messen Sie die Füllzeit in Sekunden. Wenn Sie die Anlage mit einer Pumpe betreiben wollen, messen Sie die Füllzeit mit einem ca. 1 Meter langen Schlauch, der später die Anlage versorgen soll. Wenn Sie noch keine Pumpe besitzen, können Sie vor dem Kauf über unseren Kundenservice die Füllzeiten der Gardena-Pumpen abfragen. Übertragen Sie den Anschlusswert in die Gardena-Bewässerungsbroschüre. Die in der Planungshilfe angegebenen Regnerverbrauchswerte benötigen Sie zur Ermittlung der Anzahl der Leitungen. Übernehmen Sie diese Werte in Ihre Skizze. Schließen Sie maximal so viele Regner an eine Leitung an, dass Ihr Anschlusswert nicht überschritten wird. Zur Bestimmung des richtigen Rohrdurchmessers ermitteln Sie den Schnittpunkt aus Summe der Regnerverbrauchswerte und Rohrlänge in diesem Diagramm. Befindet sich der Schnittpunkt im dunkelgrauen Bereich, kann das 25 mm Rohr verwendet werden. Beim Schnittpunkt im hellgrauen Bereich kommt das 32 mm Rohr zum Einsatz. Übertragen Sie jetzt die Stückzahlen der Regner, Rohre und Verbindungsteile in die Einkaufsliste der Gardena Bewässerungsbroschüre. Perfektioniert wird die Bewässerungsanlage durch eine automatische Steuerung. Beim Betrieb der Anlage über eine Leitung verwenden Sie einen Gardena Bewässerungscomputer. Für die Steuerung mehrerer Bewässerungsleitungen stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Die Bewässerungssteuerung 4040 modular, bei der über Kabel bis zu 4 Ventile bzw. Leitungen regelbar sind. Mit den Erweiterungsmodulen 2040 kann die Steuerung bis zum Anschluss von insgesamt 12 Ventilen ausgebaut werden. Auch der Betrieb einer Pumpe ist mit der Bewässerungssteuerung 4040 modular möglich. Als Alternative hierzu gibt es die Möglichkeit der kabellosen Steuerung. Dabei können mit der Gardena-Programmiereinheit beliebig viele Bewässerungsventile individuell programmiert werden. Zur Berücksichtigung der Bodenfeuchtigkeit bietet Ihnen Gardena einen Feuchtesensor, der an die Bewässerungssteuerungen angeschlossen wird. Über diesen Drehknopf stellen Sie den gewünschten Feuchtegrad ein. Ebenso können Sie einen Regensensor mit der Anlage kombinieren, der die automatische Bewässerung bei Regen verhindert oder unterbricht. So ist eine wassersparende Bewässerung sichergestellt. Wenn Sie alle Teile gemäß Ihrer Einkaufsliste besorgt haben, können Sie mit dem Verlegen beginnen. Zunächst alle Teile nach Plan auslegen. Schneiden Sie die Rohre entsprechend zu und verbinden Sie die Komponenten miteinander. Achten Sie darauf, dass keine Erde in die Rohrleitungen gelangt. Führen Sie einen Probelauf durch. Stellen Sie die Beregnungssektoren, die Sprührichtungen und die gewünschte Reichweite an den Regnern ein. Wir empfehlen, anschließend die in den Regnern integrierten Siebe zu entnehmen und bei Bedarf zu reinigen. Stechen Sie dann mit einem Spaten den Rasen V-förmig ca. 20 bis 25 cm tief an. Nehmen Sie die Grasnarbe ab und heben Sie den Graben aus. Steine bitte entfernen.
bauen Sie die Entwässerungsventile in eine Sickerpackung aus Kies ein. Dies verbessert die Drainage und schützt die Ventile vor Verschmutzung. Das komplette Rohrleitungssystem mit den Regnern im Graben platzieren. Anschließend Graben zuschütten, Grasnarbe einsetzen und gut andrücken. Selbst der Rasenmäher kann Ihrer Anlage nichts anhaben. Jetzt nur noch die Bewässerung aktivieren. Bei laufender Anlage die Reichweite und Beregnungssektoren ein letztes Mal abstimmen. Die Gartenbewässerung können Sie nun dem Gardena-Sprinklersystem überlassen.